ist ein... Ja? Da hat's gerade geleuchtet, ich schwör's. Och, da ist doch gar kein Secret. Ich hatte eins gesehen, dachte ich. Sorry. Dachte, da an der Ecke wäre eins. Ich kann auch noch mal hier rein. Nee, warte, das ist... Da kommen wir halt her tatsächlich. Nö. Ha. Ja, ich sag nur, schadet ja nicht mal so um die Ecken zu gucken. Nee, natürlich nicht. Man vergisst das halt schnell, ne? Weil man wissen will, wie es weitergeht. Ja, ja, ja. Kennst du das? Ja, kenn ich. Du hast dann irgendwann gar keinen Bock mehr auf die Details und willst einfach nur... Kenn ich. Ich glaube, das ist auch, finde ich, eine valide Möglichkeit, beim ersten Mal spielen halt die Story zu spielen und dann beim zweiten Mal, wenn man die Story wirklich kennt, dann sich auf die Details, also auf die Secrets und Out-of-Story-Sachen zu konzentrieren. Und das finde ich durchaus legitim, das so zu machen, wenn man das machen möchte. Nur, es war ja jetzt ein kleiner Raum, da konnte man ja mal kurz gucken. Oh, er schleicht, ich nicht, das ist ein Problem. Ja, schön, lauf du mal da runter. Okay, hier ein Hinterzimmer und ganz viele Waffen. Nein, nur schwer bewaffnete Schläger. Sag doch, es ist zu. Ich will nur sicher. Und? Es ist zu. Genau. Kann ich nochmal? Schade. Guckt auf die Lüftungsschächte. Die hier wäre offen, oder? Na, geht doch. Na gut. Ich habe ihn verraten. Tschüss, Bruder. Nein, Quatsch. Sorry dafür. Boah, ein Remake von Tomb Raider 2 und 3 in dieser Grafik wäre... Naja, weiß es gar nicht. Ich glaube, es sind nicht die Spiele dafür. Na bitte. Dunkelheit. Es werde Licht. Oder auch nicht. Du hast keine... Ja, das geht auch. Ferradil. Ein Fässerrätsel. Hat schon Vorteile, einen Raucher dabei zu haben. Außer wenn man wegrennen muss. Oh Mann, dämpfen hier drin werde ich ganz benebelt. Wie gut, dass Sully fährt. Sackgasse. Ist der Zugang hinter den Fässern. Das ist ein Haufen sehr seltener Jahrgänge. Ja, vielleicht begnügt sich Alcazar mit ein wenig Wein. Irgendwas sagt mir, dass das nichts wird. Okay, ist ein Rätsel, beziehungsweise was heißt Rätsel? Das hier war jetzt nicht so schwer. Ja, lauf doch nicht dagegen, Sam. Ich sag gerade, es war nicht so schwer und du läufst dagegen. Hey, müssen wir uns Sorgen machen, merkst weil Victor Nadine Ross anbaggert? Ich habe schon echt üble Sachen über ihre Leute gehört. Keine Angst um Sully. Der kann sich aus allem herausreden. Na geht doch. Na geht doch. Gib deine Spenderorgane bitte in den Behälter dort unten. Sayuri bot 1 Euro da. Ich will euch leiden sehen. Dankeschön, Sayuri. Dankeschön. Hier
entlang. Bisher sind wir tatsächlich noch nicht gelitten, muss ich sagen. Aber die Abwechslung macht's. Manchmal leidet man und manchmal auch. Hey, und manchmal aber auch nicht. Ja, finden wir was zum Draufklettern. Ja, stell dich mal dahin. Nein, ich nehme mal dieses Weinfass. Ja, okay. Du musst mir nicht helfen oder so. Ich halte das Feuerzeug. Das Feuerzeug. So ein Weinfass wäre schon cool. Ja, so. So, lebenslange Weinvorräte. Oh, für einen Tag reicht's. Quatsch. Marco, doch, ich hab Alkoholiker. Marco, Panik. Ich hab dich deabonniert, weil. Ich hör auf. Ja, ups. Ups. Ich piekse sie mit dem Mikro. Stabby, gell? Du guckst mir auf den Arsch. Ich hab's genau gesehen. Du guckst mir immer noch auf den Arsch. Das reicht. Ich gehe jetzt nur noch rückwärts. So guck ich dir auf den Arsch. Ach, das ist dein Gesicht. Nett. Und du siehst immer noch wie früher aus. Immer noch dasselbe Arschgesicht. Undercover Keks? So. Also wie er Gronkh süffisant ist. So. 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 Was? Ein Typ, der mir auf den Arsch guckt? Was ist hinter mir? Ach da. Okay. Curano tutta questa roba. Sono pezzi rubati ai ricettatori. Frischluft, wir kommen. Hey, guck mal da. Siehst du das Gebäude mit dem Funkturm? Mobilfunkmast? Was? Egal. Das ist der Maschinenraum. Ja, du hast recht. Mal sehen, wie wir durchs Tor kommen. Was kann ich mit... Sam, da oben. Ich helf dir hoch. Ah, ich kann ihm hochhelfen. Alles klar. Lass mal gucken, was sie hier so schreiben. Okay. Gut, dass du in Form bist. Dankeschön. Sully, komm aus dem Weinkeller und sind auf dem Weg zum Maschinenraum. Wie sieht's aus? Sully, bist du da? Och nee. Sully meldet sich nicht. Hoffentlich geht's ihm gut. Bingo. Da ist die Küche. Und natürlich verschlossen. Sam, hier. Vielleicht kommen wir damit an ein Fenster und dann runter zur Küche. Gute Idee. Ich helfe dir hoch und du kümmerst dich um die Leiter. Dann mach mal. Okay. Hast du's? Pussy, Pussy. Petruschka. Sully hatte 2 Eiswürfel im Glas. Das waren zu viele für ihn. Buonasera. Che sta facendo? Och. Nicht so hart mit den Zivilisten, Sam. Was? Er wird mit Brunschädel in Unterwäsche aufwachen. Ist uns auch schon passiert, stimmt's? Ist ja okay. So, weg mit ihm. Leg schon los. Sam wirkt halt wenigstens nicht wie jemand, der Leute absticht. Wie dieser andere da, weißt du? Hey, ab in den Maschinenraum. Am Anfang des Spiels. Hallo, Holly, Sammy. Hallo. Das ist doch heutzutage angesagt. Ehrlich? Andere Länder, andere Sitten. Ja, weil wir in Italien sind. Kapiert. Okay, jetzt zurück in den
Sam, bist du da? Okay, ist wirklich Sam? Kein Empfang. Sully? Toll. Okay, hier kann man überall klettern. Hier haben wir mal überall so hübsche Blumen stehen, die Südländer. Die haben wir überall so hübsche Frauen. Das ist aber echt krass, wenn du in Spanien oder in Italien oder von mir aus auch in Südfrankreich in den Leute, etwas wohlhabenderen Vierteln unterwegs bist, ist Wahnsinn, was die für Geld in ihre Gärten pumpen. Also, was die das wird dann natürlich auch den ganzen Tag bewässert alles, ne, weil es ja warm da und so und dann unglaublich tolle Gärten haben die da. Ich wünschte, hier in Deutschland gibt es mehr sowas. Ich finde sowas immer schön anzugucken. Aber hier gedeihen die Pflanzen natürlich auch nicht so toll. Und nicht das ganze Jahr über. Ja. Cool. Cooler Sprung, Mann. Komm bitte, den schaffst. Oh, das ist cool. Das ist cool. Kann man machen. Ey, nein, Lord Norfolk. Was ist der das? Der Mord wäre an meinem Channel. Ich glaube, das ist eins der Spiele, die halt auf Twitch so gebannt sind. Ach so. Nun. Ah! Oh Mist! Wer sich erst freut und dann doch abstürzt. Durchgekommen sein. Sind wir nicht. Nein, wir hatten einen Monat lang keinen Landgang. Und was war mit dem Pferd? Naja, zum Glück hatten wir genug Möhren an Bord. nun. Sully hat Spaß, ne? Kennst du hier jemanden? Nein. Dachte ich, aber nein. Hey, wann lerne ich endlich deinen Partner kennen? Drake? Ja, er ist mein Ex-Partner. Mhm. Nein, ich bin schon eine ganze Weile solo unterwegs. Drake ist raus. Oh, wie? Wie sieht das? Ja, im Ruhestand. Die Pflanzen growen hier nicht so krass. Na, dann wäre er natürlich auch nicht schlechter dran. Warte, wer ist er? Sullivan. Verdammt, wie geht's dir? Rafe. Das, ja. Das ist der Mörder. Ja. 12? 15. Unglaublich. Nach so vielen Jahren stehen wir hier und zanken uns noch immer um den Schrott von Toten. Ist das so? Führst du nicht das Geschäft deiner Eltern? Mein Geschäft inzwischen. So verdiene ich meine Brötchen. Naja, das sind aber eine Menge Brötchen. Du könntest dir wahrscheinlich sämtliche Auktionsstücke heute Abend leisten. Ja, sicher. Aber was würde mir das bringen? Mich interessieren inzwischen nur die guten Sachen, die sich lohnen. Irgendein Tipp, was ich mir heute gönnen sollte? Ja, als ob ich gegen ihn bieten würde. Aber, nur so unter uns. Ich habe bemerkt, dass die Reihenfolge geändert wurde. Ich glaube, jemand versucht, die Auktion zu manipulieren. Tja, du weißt doch, wo wir hier sind. Diese Leute sind nicht durch Fairness reich geworden. Weshalb man an so einem Ort immer jemanden an seiner Seite haben sollte. Jetzt, sie riechen was. Tja, ich sag's ja nur ungern. Aber du arbeitest für einen Amerikaner. Mit. Wir beide sind Partner. Ja, verstehe. Na, das nenne ich mal ein Hoffentlich Arbeit. Passiert ihm nichts. Ja. Steigerung unseres nächsten Stückes. Ein intersiertes Holzkruzifix aus dem Kraftnachlass. Ja. Ich will mal nicht länger stören. Euch noch einen schönen Abend. Moment noch, Sully. Wie hast du davon erfahren? Wovon? Was genau meinst du denn, Rafe? Nadine, ich glaube, dein Partner hier hatte zu viele Bloody Marys. Lass den Scheiß, alter Mann! Ich weiß nicht, wie du hier reingekommen bist. Aber wenn du vorhast, auf Averys Kreuz zu bieten, kann ich dir sagen, wie du hier wieder rauskommst. In einem scheiß Leichensack. Alter. Na. Was für ein Psycho, ey. War schön, euch wiederzusehen. Nate? Nate! Verdammt, Junge, wo zum Teufel steckst du?
Also ich dachte jetzt, die hätten... Also die hätten gerochen, dass Nate da ist. Weißt du? Okay. Maschinenraum. Aber diese Drohung von dem Rafe wirkte jetzt eher ein bisschen stumpf. Ja, er glaubt, dass Sully wirklich Geld ausgeben würde. Das war, hat das Ganze jetzt irgendwie wieder so ein bisschen... entschärft. Ja. Okay, es geht. Ich hab das gerade geraten. Cool. Ist cool, dass das geht. Sind dir schon irgendwelche krassen Frame-Drops im Spiel aufgefallen? Weil ich habe das gelesen, dass die Performance von dem Spiel mega scheiße sein soll auf der normalen PS4. Nein. Aber mir ist da nichts aufgefallen. Nee, es wirkt. Aber vielleicht stabil. Kommt da noch was, keine Ahnung. Bisher wirkt es stabil, keine Ahnung, wie es ist, aber auch die 30 FPS fallen halt irgendwie nicht so negativ auf, wie man denken würde. Nee, es ist halt Controller-Spiel auch. Da ist das immer noch mal was anderes als mit Maus und Tastatur. Da fallen einem das da... Halt vor allem ist es halt auch einfach so detailliert, dass man gar nicht will, dass die Frames so schnell vorbeifliegen. Und ja, ich weiß, wie dämlich diese Aussage gerade war. Ich glaube, da steckt eher drin. Ich habe dann bei so einem Spiel kann ich auf die Frames verzichten, wenn es so geil aussieht. Ja. Stattdessen. So sollte man das vielleicht eher sagen. Weil das andere war wirklich doof. Ja, ne? Ist eine Wand. Müssen wir eigentlich nach oben oder? Was? Ich war eben noch. Ich will wieder in die frische Luft. Ach Mann. Kinofilme laufen in 24 FPS. Ich glaube, das ist zum größten Teil unverändert. Und es ist absurd. Was ich allerdings zu meiner Schande nicht weiß, ist, ob auch digitale Filme, also ist ja heute aktuelle Kinotechnik ist ja digital, ob die auch auf Filmrolle sind, die ja dann nicht. Sie sind ja dann Datenträger, ne? Digitale Datenträger. Heutige Kinotechnik ist digital, sicher? Bin mir ziemlich sicher, ja. Also ich habe auf jeden Fall schon oft gehört, dass Kinos auf digital umgerüstet haben. Aber was das jetzt im Detail heißt, weiß ich nicht. Will damit nur sagen, wenn das so wäre, wäre das ziemlich albern, bei dem 24 FPS Standard zu bleiben. Weil der war ja ursprünglich wegen den Filmrollen, weil... Euer Handy. Der Verschleiß und so und teuer Materialien und so. Ja, Großartig. Sam, Sully, seid ihr da? Gottverdammt, Junge, wo zum Henker warst du? Bin am Ziel. Ein paar Mal echt brenzlig, aber... Na, wenn du den Strom abschalten willst, ist jetzt die Zeit. Okay, dauert aber noch einen Moment, bis ich an den Kasten rankomme. Uns bleibt kein Moment. Rafe spaziert hier gleich mit unserem Kreuz raus. Warte, was? Rafe? Rafe ist hier? Ja, Rafe ist hier. Und im Moment ist er der Höchstbietende. Dann überbiete ihn. Ja, womit? So viel Geld habe ich nicht. Sully, wir stehlen es, weißt du noch? Und wenn er den Bluff durchschaut? Wird er nicht. Wir sind bei 90.000. Höre ich ein weiteres Geräusch? Leute, wenn wir das Kreuz nicht kriegen, bin ich so gut wie tot. Ja, und wenn ich den Zuschlag kriege, sind wir alle tot. Sully, du musst mir mehr Zeit verschaffen. Da ist keine weiteren Geboten. Vertrau mir. Zum Ersten, zum Zweiten. Ach, was soll's? Bene, 100.000 Euro sind geboten. Grazie. Höre ich weitere Gebote? Warum erinnert mich das jetzt an Mäusejagd? Das Gebot liegt bei 100.000. Wo sie auf dieses Haus bieten, das auseinanderfällt. So geil. Keine Sorge. Den Film müsst ihr gucken, wenn ihr ihn nicht kennt. Mäusejagd. Ist großartiger großartig. Film. Super. Pesilas, ja, aber ich meine, wir nehmen hier gerade auch in 60 FPS auf und die Datenmenge ist nicht so groß, dass man die nicht vernünftig handeln könnte. Das ist kein Grund eigentlich. Das muss an diesem veralteten Standard immer noch liegen, dass man daran so festhält, wundert mich aber, weil es gibt keinen Grund mehr. Boah, schnell, schnell.
Alter, wie schnell der Preis hochgeht für dieses scheiß Kreuz. Okay, Jungs, bin am Schalter. Bereit? So bereit wie noch nie. Victor? Sekunde noch. Der Gentleman bietet 200.000 Euro. 500.000. Er muss halt aufpassen, dass er den Typen nicht erschießt. Sully nicht erschießt. Das Gebot liegt bei 500.000 Euro. Möchte der Gentleman erneut bieten? Hast mir kurz Angst gemacht, Victor. Dachte schon, ich muss dich kalt machen. Sonst noch jemand? Und zum ersten, zum zweiten und verkauft für 500.000 Euro. Meine Damen und Herren, bitte bleiben Sie ruhig. Der Notstrom wird sich gleich einschalten. Es ist weg. Geil. Oh nee, er riecht was. Auf dem Weg. Haltet ihn. Hey, haltet den Kerl auf. Was tun Sie denn? Sie lassen ihn entkommen. Sprechen Sie. Sparisch. Gut. Nee, Turin, aber der Typ ist ein Psycho. Dem ist das egal. Sam, sag, dass du das Kreuz hast. Der heilige Desmos ist hier bei mir. Sag hallo. Wir haben in ein Hornistennest gestoßen. Der Ballsaal ist abgeriegelt und die Security bereit. Victor, wo ist der Fluchtwagen? Kommt zur vorderen Einfahrt, den Scheinwerfer nach. Ich hol den Wagen. Okay, auf Wiedersehen.